Ja, moin. So, ich habe jetzt meine Lasttests gemacht und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert von dieser Nachfüllaktion mit dem destillierten Wasser in den angeblich nicht nachfüllbaren, für mich heißt das nachfüllbar, nicht nachfüllbar. Da steht zwar immer wartungsfrei drauf. Aber wenn man mal zwischen den Zeilen liest, heißt das ja unterm Strich, dass man nichts nachfüllen kann. Ja, zeige ich euch mal. Das waren die Werte von dem ersten Lasttest nach dem Auffüllen. Die Spannungslage zu den einzelnen Uhrzeiten ist im Durchschnitt etwas niedriger als vorm Auffüllen. Aber hier. Zu diesem Zeitpunkt hat der Akku vorm Auffüllen einen starken Spannungseinknick gehabt von fast 1 Volt. Das war hier ungefähr da. Da so in dem Bereich. Dieser Spannungseinknick war nach dieser Auffüllaktion nicht mehr da. Und die Spannungslage, die war sogar etwas besser da, wo der Akku zuvor eingeknickt ist und das im Endeffekt war dieselbe Konstellation wie vorher, alles dasselbe. Der Akku lief eine Stunde länger. Natürlich ich total euphorisch, richtig begeistert. Nochmal das gute Stück vollgeladen. Jetzt wie einen weiteren Tag später bin ich hier beim dritten Lasttest. Die Spannungslage gegenüber dem zweiten Lasttest hat sich etwas verbessert wieder. Anscheinend muss erstmal wieder Schwung in die ganzen Bereiche kommen, die ohne diese Flüssigkeit gar nicht mehr aktiv waren. Auf jeden Fall bin ich begeistert und ich werde es mir nicht nehmen lassen, meinen nächsten Bleigel-Akku auch mit destilliertem Wasser nachzufüllen. Weil da können viele Leute draußen erzählen, was sie wollen, aber wenn die Sache eine Stunde länger brennt, nur durch Wasser reinfüllen, dann hat das für mich mehr Bewandtnis als alle Formeln.